Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin heute bei BMW. Und zwar ist meine Doppel-R gerade bei der Inspektion. Die hat nämlich jetzt schon 1000 Kilometer runter. Und wird es kontrolliert, Ölwechsel und so weiter. Und dann kann ich hier auch endlich offen fahren, weil die war ja begrenzt, einfach um den Motor zu schützen, dass man nicht zu viel Gas gibt. Und ja, in der Zeit habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ich mir jetzt mal die R9T aus. Also ich bin noch nie Motor mit Boxermotor gefahren, muss ich mal sagen. Ich bin übelst gespannt, wie die sich fahren lässt und wie da das Fahrgefühl sein wird. Also so sieht sie erstmal aus optisch. Finde ich irgendwie echt ultra cool, vor allem der Auspuff irgendwie, finde ich mega nice. Auch die Farbe und mit dem Sitz, dass der rot ist, irgendwie fetzt das. So, ich setze mich mal drauf. Oh, ist halt übelstes breites Ding, ne? Boah, ich finde das gar nicht gewöhnt. Junge, der Riesenmotor, ne? Okay, bin ich ja alles gewöhnt hier, ist ja nichts Neues hier. Okay, ich muss erst mal gucken, wo ich lang fahre, ich habe so gar keine Ahnung. Oh Gott, Digga! Alter, die hat ja so zur Seite geschoben. Aber klar, ne? Aber jetzt muss ich erstmal wieder ganz anders sitzen. Ich bin das halt null gewöhnt. Okay, erstmal Visier runter. So. Junge. Das ist ja jetzt schon anders. Huch, wo sind meine Füße? Ach, da. Ja, vor allem, wenn man einen anderen Gang einlädt, reinlegt, da wackelt die ja doch mal anders wild. Also ich muss sagen, erstmal man sitzt richtig, also es ist gerade so ein anderes Gefühl hier drauf zu sitzen irgendwie. Also weil ich jetzt zuletzt mit der Doppel-R gefahren bin und hier sitze ich so ziemlich aufrecht und das ist so trotzdem ziemlich schmal. Zwischen beiden muss ich sagen, oh, das schaffe ich. Oh. Aber ich habe jetzt schon auch so ein Gefühl, dass ich mich trotzdem jetzt schon nach den paar Sekunden eigentlich ganz gut mit der, glaube ich, zurechtkomme jetzt die nächste Zeit. Ich glaube, ich sehe gerade auch richtig aus wie so ein, weiß ich nicht, ich könnte in so einer Motorradfahrgruppe so Ü40 sein mit meiner karierten Jacke und so. Oh, einfach geil. Ich passe optisch gerade so rein, Lederhose, kariertes Hemd. Oh, geil. Und die klingt aber auch ordentlich, muss ich sagen, ne? Ich fahre die jetzt erstmal ein bisschen warm und dann können wir ein bisschen höher aufdrehen. Ich bin es gar nicht gewöhnt, hier mit so einer Anzeige zu fahren. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Aber ich glaube, wir sind auch 60 oder so. So, auf jeden Fall wurde mir vorhin noch gesagt, wo ich am besten langfahren kann. An so einem Hotel muss ich links. Ach so, da ja, geht ja sowieso gerade nur. Ach doch, jetzt. Ich weiß ja jetzt auch sogar, wo ich bin. Ich bin ja doof. Klar, easy hier. Oh, ich könnte eigentlich mal gucken, ob Raphael da ist und ihn überraschen. Oh, weil die Sache ist auch, ich dachte, okay, Inspektion, die brauchen bestimmt eine Stunde. Ja, 2,5 Stunden, aber das ist bestimmt normal. Und jetzt muss ich mir halt die Zeit damit vertreiben. Und da könnte ich eigentlich theoretisch auch wirklich Raphael besuchen. Mal gucken, ob er überhaupt da ist. Also ich weiß es gar nicht. Ja, ey, die fährt sich aber richtig schön, muss ich sagen, ne? Richtig toll. Die hat ja auch Tempomat und so. Finde ich richtig cool. Ich mag eigentlich sowieso so optisch diese Kaffee Racer und so. Es gefällt mir richtig gut. Ich mochte ja auch die 401 so sehr und die gut 701. Ja, die sieht eigentlich auch ein bisschen wie Kaffee Racer aus. Und, ne? Tatsächlich sehe ich die selber gar nicht so oft jetzt, also in Hamburg zumindest. Ah ja, Bremse ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Die zieht bei der Doppel-R mehr, aber ist ja logisch. Aber ich hätte auch irgendwie hätte ich gedacht trotzdem, dass die im Stand mich ein bisschen mehr hin und her wackelt. Das ist wahrscheinlich auch einfach, weil die einen kleineren Motor hat. Ich weiß gar nicht jetzt, wie viel Kubik die hat. Was ich auch cool finde, das ist mir zum ersten Mal bei der Doppel-R aufgefallen, das haben jetzt wahrscheinlich die neueren Modelle, dass wenn man abbiegt und blinkt, dass der Blinker dann automatisch ausgeht. Das finde ich richtig gut, weil ich vergesse das jedes Mal. Ich vergesse jedes Mal, den Blinker auszustellen. Das war vor allem bei der XC so. Wahnsinn, ey. Oh, wie mich das immer schon Leute angeschrien haben oder so. Annika, ein Blinker. Weil das verwirrt natürlich auch Leute, ne? Boah, ey, hier fliegen überall Pollen rum. Das ist nicht gut. So, ich glaube, ich muss hier rein. Oh, das ist so schlimm jetzt in der Zeit. Also, wer fühlt es auch? Wer hat auch Pollenallergie? Meine Nase ist nur am Laufen. Wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel Taschentücher ich schon verbraucht habe. Das ist so nervig und dann siehst du aus wie Scheiße. Dieser roten Nase und alles. Schrecklich. Wo ist denn hier Sportwagen 7 und bin ich hier doch falsch? Nee, eigentlich müsste ich richtig sein. Ah ja, hier. Sieht aber gerade nicht so aus, wie als wäre er da.
Hallo, sag mal, bist du in der Halle? Nee, ah, ich bin zu Hause. Ich stehe gerade vor deiner Halle. Ach, schade. Ja. Ja, Raphael ist leider nicht da. Mega. Na gut, dann würde ich sagen, da fahren wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Schnellstraße. So, so jetzt beim Anmachen finde ich es krass. Da merkt man richtig, wie das hin und her schaukelt. So, fahren wir mal zum Café du Fly und gucken, ob meine Kumpels da sind. Schönes Bierchen trinken. Schön auf den Dachsausflug jetzt hier. So. Oh, hey, das habe ich mir auch verdient, du. So. Oh, Mann, ey. Ich hoffe, ich habe auch, wenn ich alt bin, noch ganz viele Biker-Buddies, die ich so rumgrüßen kann. Jetzt weiß ich gerade überhaupt nicht, wie es zum Café du Fly geht überhaupt. Ich war da bis jetzt, glaube ich, ein oder zwei Mal nur in meinem Leben. Aber hier ist es schön, du kannst hier trotzdem richtig schön mit dem Ding, glaube ich, in eine Kurve gehen. Weil ich habe ja schon andere Motorräder gesehen, aber das, ich kenne jetzt nicht das Modell oder so richtig. Da ist der Boxermotor viel mehr weiter unten und da hätte ich zum Beispiel irgendwie voll Schiss, dass wenn ich in die Kurve fahre, dass ich einfach den Motor schleife. Weil der ist wirklich bei manchen Motorrädern so tief. Vielleicht täuscht das auch. Man kann doch eigentlich tiefer, als man denkt dann. Also womit ich echt Probleme habe, ist mit meinen dicken, kurzen Wurstfingern an den Blinker zu kommen. So geht es mir auch mit der Doppel-R. Das ist so schwierig. Ich muss so heftig umgreifen, weil ich sonst nicht rankomme. Ach ja, hier ist Café to Fly. Und da ist wieder was los, Mensch. Einfach mal vorbeigucken, theoretisch. Ja, ein bisschen Soundcheck hier, ne? Mach hier mal ein bisschen Gas. So. Schon schön hier. Schönes Moped mit einer schönen Tasche. Kannst deinen Einkauf reintun. So, machen wir ein bisschen Gas hier. Boah, wie die hier wackelt. Da habe ich richtig Angst, dass es umkippt. Ey, die klingt aber richtig gut, ne? Die klingt richtig stark. Schöner Sound. Vor allem auch mit den Speichenrädern und so. Finde ich auch richtig schick. Oh, da ist mir richtig blau angelaufen. Nee. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bike findet. Also ich finde das cool. Also ich glaube sowas, das sehe ich auch einfach meinem Vater so mit dem Moped. So. Das ist voll cool. Mein Papa mit einem Hemd. Aber selbst so als Frau finde ich das geil. Auch eigentlich, ich würde, könnte mich da auch sehen. Ein bisschen rumcruisen irgendwo. Jetzt hier nicht in Hamburg, sondern irgendwie, wo es schönere Strecken gibt. Und mit so einem coolen Jethelm. Ja, richtig schönes Motorrad. Finde ich cool. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben. Ja. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, hey, das ist ja ein Akapovic. Krass. Ist das dann aber eine Komplettanlage oder ist das nur der Endschalldämpfer? Sieht aus wie nur so ein Stück und so ein Stückrohr. Kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.